Also, wo ist denn dein Jet? Der ist fett im Central Park geparkt. Glaube ich. Dann sputen wir uns. Ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz wuschig im Kopf von unserem Trip in dem fliegenden U-Boot. Lady Liberty hat ein paar Gehirnzellen gelockert. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Dein Jet ist so gut, wie er klingt, Mr. Stark. Wir müssen diesen Schurken in den Orbit bringen. Muss den gleichen Joke nochmal machen. Ja, nee, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Letztes Mal haben wir ja Magneto versucht aufzuhalten, diesen Felsen da rauszubekommen, was leider nicht so gut geklappt hat. Er konnte ein Stück Felsen vom Amazonaswald nicht krallen. Ja, blöd gelaufen, aber wir sind ja die Avengers, wir können alles, wir sind krass. Und deswegen holen wir uns das gleich wieder zurück. Und ich grüße heute die Beatrix, mal wieder ein ganz anderer Name, die Beatrix und den Benjamin. Ihr Benjamin, du alter Elefant. Es soll keine Beleidigung sein, dass die Benjamin heißen. Ach ja, ich wollte den LKW, sag ich schon, den Bus fahren. Weil dann hat er sich in den Hintersitz gesessen. Wir sind ja keine Touristen, die hier rumkuschiert werden. Wir sind die Avengers. Und deswegen möchte ich jetzt hier das Rennen machen. Alle umfahren. Oh, ein Sommerbus. Auch nicht schlecht. Ich habe gerade schön ein Nickerchen gemacht. Das ist auch für mich neu. Aber ich mache gerade irgendwie häufig Nickerchen. Ich habe ja nicht viel zu tun. Ja, jetzt gerade erstmal Ferien. Schule beginnt erst in 2 Wochen wieder. Deswegen kann man sich ja manchmal schön hinlegen. Aber weil meine Heizung kaputt ist, ist es ein bisschen schwierig, immer hier aufzunehmen. Entweder ist mir zu heiß oder zu kalt. Jetzt ist mir erstmal ein bisschen heiß. Aber es kann gleich sein, dass es mir wieder kalt ist. Ist halt ein bisschen unterschiedlich hier. Ich liebe die Musik. Die spielt so gut. Ja. Nee, aber wirklich, die Musik ist in dem Spiel richtig geil. Könnte ich mir auch gut in den Film vorstellen. Hat sie mich gerade beleidigt? Naja. Man kann es nicht jedem gerecht machen. Irgendwo gibt es halt auch eine Person, die ich nicht so mag. Damit muss man halt zurechtkommen. Was laber ich eigentlich gerade hier? Boah, was bist du hier für ein Typ? Ah, ein Ortskundiger. Ich mache mit meiner Frau gerade Urlaub im Big Apple. Sie ist alleine ohne mich zum Sightseeing losgezogen und noch immer nicht zurückgekehrt. Sie sagte etwas von einer quadratischen Uhr, die sie fotografieren wolle. Du willst mir nicht zufällig bei der Suche nach ihr behilflich sein? Ja, Fremdgehen, hast du davon mal gehört? Der hat keinen Bock mehr auf dich. Warst du schlecht beim Ed? Schlecht beim Sex machen? Nein, Spaß. Aber wäre eine Theorie wert. Oh Gott, Kamera, Alter. Das Schlimmste in dem Spiel ist immer noch die Kamera. Aber das ist ja nichts Neues bei den Lego-Spielen. Okay. Ah. Moin, was geht? Danke, dass du mir zuwinkst. Kannst auch mit mir reden. Pass auf, Freundchen. Okay, irgendwas mit Apple. Ich hab wieder den Namen vergessen. Apple Juice oder so. Weiß wahrscheinlich der Ort. Ja, aber es soll hier sein. Ach, hier ist doch die. Madame. Was ist die hässlich? So. Hier will ich nicht ausgehen. Oh nee, das ist wieder so eine Kutschiermission. Das heißt, ich muss immer warten auf die Person. Ich hasse wirklich diese Mission. Oh, das ist immer so ultra langweilig. Digga, beeil dich bitte. Und dann laufen die immer so lahmarschig. Dann gehen wir gleich hier runter. Oh, die eine wurde gerade überfahren. Ja! Schreit sie ganz laut. Redet auch nichts. Ich glaube, die will mir irgendwas verschweigen. Na? Willst du gleich den Typen abstechen oder was? Ja, ich schätze, sie will irgendwas Böses machen. Was labert der eine Typ jetzt mit irgendeinem Film?
alle sind hier irgendwie drauf. Pass auf, Freundchen. Ja, diesen Satz droppen sie auch jedes Mal. Pass auf, Freundchen. Ich bin ganz in Ordnung. Ja, ich nicht. Ist das ein Flugzeug? Ihr hört auf mich zu winken. Oh, ich mal richtig genießen. Hey, du bist gar nicht mal so langsam. So, wo ist jetzt der Affe? Pass auf, Freundchen. Ah ja, hey, da war mal. Das ist doch der Metallmann. Ah, na, endlich hat es einer mal erkannt. So, hier. Die will dir jetzt sagen, dass sie dich hasst. Du hast sie gefunden, wie wunderbar. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr meine Stimme verstellen, damit man auf mich aufmerksam wird. Vielen Dank für die Hilfe. Gott, bist du ein Spinner. Hat die Frau Asperger oder warum hat sie nichts gesagt? Egal, ich will gar nicht wissen. Ich will noch hier den Charakter freischalten. Die letzte Sache. Okay. Dann erstmal einen Überblick machen. Müsste nichts. Muss irgendwann. Welche um. Ah. Ja, ist ja easy. Das ist ja easy. Warum sollte ich da den Parcours laufen, wenn ich einfach mit Iron Man hochfliegen kann? Cheater! Spider-Woman! Ah. Das ist die Freundin von Spider-Man. JJ. Haben wir eigentlich jetzt schon die ganze Karte aufgedeckt? Ah, hier in der Mitte wäre noch ein bisschen. Boah, hier hinten auch sehr viel noch. Müssen wir ein bisschen aufdecken. Aber alles mitgewählt. Jetzt erstmal zur nächsten Mission. Und das ist das Wichtigste. Das sind komische Geräusche. Ja. Irgendwas klatscht da die ganze Zeit. Okay, wir sind da. Hey, weißt du wieder, wo du den Jet geparkt hast? Ich bin sicher, ich habe ihn im See versteckt. Entweder war es der Stark Jet oder der Stark Bulldozer. Ich will gar nicht erst wissen, wofür der Bulldozer ist. Na, ich auch nicht. Zum Dozer natürlich. Wofür sonst? Warum ist das einfach jetzt gerade gespawnt? Egal, holen wir den Stark Jet. Er parkt bitte sein Stark Jet im Wasser. Wo? Wo? So. Easy. Stark Industry macht sich bereit. Komm, gib mir mal den Jet hier. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Boah, ist das cool gemacht. Die Inszenierung in diesem Spiel ist auch sehr gut. Schickes Ding. Sieht aus wie ein Privatjet. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber wirklich geile Vorführung. Jetzt ab. Was soll das denn jetzt? Wieder rein. So. Kann ich's drücken. Dann zeigt der Pfeil nach da. Hier irgendwas noch aktivieren hier. Okay. In den Jet rein. Ah, jetzt. Nein. Jawohl, jetzt. Das ist Magnetos Raumstation, Asteroid M. Wir wissen nicht viel darüber, aber da wimmelt es sicher nur so von Schurken und Sprengfallen. Alle SHIELD-Agenten, die sich Zugang verschaffen wollen, sollten mit äußerster Vorsicht vorgehen. Hey Jungs, ich hoffe, es ist okay. Kein heißes Wasser in der Wohnung. Ja.
Dieser Ort ist in der Tat perfekt. Du weißt, er ist der Gott der Lügen und der Streiche, ja? Seine Beteiligung ist wichtig für meine Herrschaft über die Erde. Du kannst dich um Metallrecycling kümmern. Eindringlinge! Um die kümmere ich mich. Dr. Doom, unser Sieg ist zum Greifen nah. Wirklich? Wie hat Doom nur einen Parkplatz bekommen? Schleppen wir ihn ab. Meine Herren, beschert unseren Gästen einen herzlichen Empfang in unserem bescheidenen Domizil. Niemand freut sich, uns zu sehen. Nö, keiner sagt mal so, hey, gut, dass ihr hier seid. Ich freue mich schon, mit dir irgendwas zu machen. Nö. Sind alle so narzisstisch. Ach! Komm dir weg, scheiß Frau. Ja, räumen wir mal auf. Weiß nicht, sind es echte Menschen oder sind die Mutanten irgendwelche Bots? Dann habe ich jetzt die ganze Zeit nur Roboter getötet. Oh, und ich will die Blondine. Oh, noch eine Blondine. Und ich will die Blondine töten. Nein, noch eine. Mein Spinnensinn kribbelt. Kommen immer mehr. Ich töte jetzt hier die Blondine. Nein! Hä? Jetzt darf ich einfach. So, Blondine. Wollen wir, meine wunderbaren Freunde? So. Ah, nee, sie kommen auch immer mehr. Wieder so eine Blondine. Kannst du gar nicht. Kannst du gar nicht mehr austragen. Nicht zum Glauben. Gut, jetzt aber. Oh, Tor. Öffne mal. Ui. Jetzt ist eine Waschmaschine. Weg damit. Keiner braucht das Teil. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch. Zum Glück sind keine Gegner mehr da. Weil die gehen echt auf den Sack. Ich bin Thor, Gott des Blitzes und Donners. Ich hab einmal gesagt, dass da keine Gegner mehr sind. Und ich guck einmal nach oben. Da ist einer. Wie so eine verrückte Frau. Eine rote Haare hat. Ich finde, rote Haare stehen Frauen jetzt nicht so. Wessen suboptimale Idee war das? Macht euch bereit! Alle festhalten! Oh, Digga, ist das viel Luft? Damit kannst du ja 30 Menschen versorgen. Sogar mehr. Leichtsinnige Sterbliche. Deine Gotteskräfte helfen hier nicht, Blitzableiter! Ihr könnt euch... Hier ist leider Endstation für euch. Ihr wisst ja, wo es rausgeht. Ich habe zu tun. Aber auch irgendwie klar. Wir müssen Magnete auf den Kerzen bleiben, sonst verlieren wir ihn hier. Ja, und mein Hammer hat eine Verabredung mit seinem Kopf, die unbedingt eingehalten werden muss. Der chill doch, Thor. Wir werden ihn doch kriegen. Gut, machen wir mal hier die Luke zu. Damit die nervigen Gegner wieder nicht hier durchkommen. Nun, wenn einer gehen muss. Thor, eben einen Witz gemacht? Das ist ja mal neu.
Boah, ist doch hier der Ernste immer. Diesmal nicht. Da, Spidey. Deine Spinnen sind kribbelt. Spinnentastisch. Sei mal wieder am Spinnen. Nicht halt das Minikit holen. Ja, du sollst nicht drauf gehen. Wie soll ich denn sonst da reinkommen? Na, Tor. Der klebt sich ja nicht immer an die Wand. Auf jeden Fall kann sich da Spidey auch hinklettern. Da bin ich gerade oder so. Oder vielleicht von unten. Da unten kannst du ja auch noch was machen. Naja, egal. Und wir später. Entschuldigung. Dieses Gerät wird uns helfen, diese Stäbe rauszubekommen. Ah, ist ein Magnet. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Was in der Nähe? Okay, dafür bräuchte ich das jetzt wirklich nicht. Lass mal gucken, was hier unten ist. Oh nein, jetzt kommen sie wieder alle. Geil, ich kann Gegner farmen. Satz! Oh, Blondine töten. Ich glaube, jetzt kommt keiner. Können wir ja jetzt hier zumachen. Oh, ich dachte schon, ich habe mich eingesperrt. Hier hinten. Oh, schade. Keine lila Münze. Ey, muss dann eben immer alles verschließen. Kann ich wieder Gegner farmen, geil. Schön. Geil. Oh, weil da kein Zugriff mehr. Und ich ersticken die. Diese kaum Luft da noch. Aber ich möchte bauen. Hä? Ach, einer muss da drauf bleiben. Genauso wie auf der anderen Seite und dann muss Spidey das Tor öffnen. Verstehe. Jetzt ist sein Ende. Diese ganze Station beugt sich sprichwörtlich meinem Willen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich hier besiegen? Wenn du mal stehen bleiben würdest, dann ja. Dann könnten wir dich besiegen. Nein, er muss jetzt seine Brücke da ausfahren und 1000 Gegner holen. Egal, schaffen wir trotzdem. Los. So ist gut. Wir kriegen ihn schon. Keine Sorge. Wie er da immer noch stehen bleibt. Ich spamme gerade wirklich das so sehr. Auf geht's! Finale! Du kommst mich auf meinem schönen Asteroid M besuchen, aber bringst kein Geschenk mit? Ich würde sagen, nein!
Viel Glück beim Magnetisieren von Thors Gotthammer. Oh, und ich habe extra für diesen Anlass meine Rüstung entmagnetisiert. Ich habe ein Bad genommen. Das ist alles. Keiner von meiner Mutantensippe da, um ihre Rasse zu verraten? Oh, was für eine angenehme Überraschung. Ihr lasst mir keine Wahl. Das ist euer Ende. Wieso müssen diese Schurken eigentlich immer in der R-Perspektive wohnen? Ich bin doch keine eine Person. Wir haben einmal Iron Man, dann haben wir Spider-Man, dann haben wir noch Thor. Warum sagst du dann du? Egal. Muss man nicht verstehen. Na komm. Er sieht nicht schlecht. Passt auf. Das nennst du nicht schlecht? Digga, das ist einfach scheiße, was der da hier macht. Oh, schön in den Abgrund. Scheiße, ich habe Angst, dass das Level jetzt schon vorbeigeht. Aber ich habe noch diese Stats. Auch Stats. Vielleicht mehr Gegner. Vielleicht können wir etwas bauen. Ja, so warm hier drin. Oh, das kann nur Iron Man machen. Mach mal das mal lieber. Zack! Nicht gut genug! Doch, ich bin gut. Leute, die Fässer respawnen immer. Seht ihr das? Ey, das ist nicht kinderfreundlich. Ich krieg nicht noch mehr Münzen. Okay. Jetzt reicht nicht. Jetzt reicht nicht für 100, für True Believer. Ja, nice. Wenn halt so richtig viele Gegner jetzt noch kommen, das wäre geil. So, bauen wir wieder einen Kürbis, die letzte Folge. Der will mir Schaden zufügen. Oh, ist endlich mal lustig. Das finde ich schön. Okay, einmal das noch. Kann nicht sein. Die Zukunft gehört uns Mutanten, nicht euch Helden. Dann nenne ich irgendwie Stats respawn, bitte. Oh, mal. Das reicht trotzdem nicht. Hey, ich war doch in Deckung. Vielleicht hat seine eigenen Mutanten getötet. Ah ja, nicht weg. Brauche ich das nicht? Reichen, na geil. Ich will nichts. Dann diese ganzen Steine hier im Weg. Jawohl, kommt alle hier.
das Spiel noch mehr bitte droppen? Bitte noch mehr. Ja, ja, kommt mal alle her. Ja! Oh mein Gott, hat das ewig gedauert. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil es echt ewig gedauert hat. Aber wir haben noch True Believer geschafft. Okay, Netzkopf. Setz deine grauen Zellen ein und überlege, wie wir ihm endgültig das Handwerk legen. So, letzter Schlag hier. Bam, in die Fresse mit dir. Und das war's mit ihm. Dr. Doom, ich benötige Ihre Hilfe. Ignoriere ihn. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Oh je. Anziehende Persönlichkeit. So, Magneto. Das heißt, wir haben ihn jetzt auch ausgeschaltet. Ah, Glüten, die wollen wir nicht haben. Oh, hat das ewig gedauert noch mit den True Believer. Aber wir haben es geschafft. Nochmal zwei goldene Steine. Und Geschichte fortsetzen. Ich weiß, warum du hier bist. Wie halten wir deinen Boss davon ab, die Erde zum Mittag zu fressen? Mein Brett. Was will Doom damit? Loki. Mit kosmischer Kraft. Wir haben fast keine Chance, die Erde zu retten, auch nicht mit deiner Hilfe. Wir können nur hoffen, dass wir Doom aufhalten können, bevor sein Plan Früchte trägt. Ich habe schon Verstärkung von außen angefordert. Das Labor sieht toll aus. Hier ist Agent Hill von S.H.I.E.L.D. Direktor Fury braucht dringend eure Hilfe. Agent Coulson ist auf dem Weg zu Magneto. Wir sind gleich da. Mutter, bekomme ich einen Hasen? Was? Wo bin ich? Oh, ich hol den Besen. Könnte ich auch einen Besen haben? Und bitte etwas Käse! Ich finde ihn ganz in Ordnung. Na, da hat jemand eine Sturzlandung bekommen. Ihr fantastischen Vier, wir brauchen euch sofort auf dem Helicarrier. Ich kann es über Funk nicht erklären, aber es sieht nicht gut aus. Bitte kommt so schnell wie möglich her. So, erstmal mit Reed Richards rummachen, den Spaß. Wir müssen jetzt nur noch Finale machen, also Doom ausschalten und Loki. Bevor sein bevor sein Plan Früchte trägt. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.